So klingt es, wenn Menschen etwas dagegen tun, dass das Novembergrau sich auf die Seele legt. Sobald Andrea Lerpscher ihre Hände im Spiel hat, liegen Klänge in der Luft. Gerade unterrichtet die Musikerin und Sängerin ihre Tochter Vilja. Du schon den langen Töne, probierst mal nicht schneller werden, sondern schön im Takt bleiben. Sieht ganz danach aus, als gelänge es ihr, etwas weiterzugeben, das auch sie geprägt hat. Den Lebensmut, der in der Musik steckt. Ich bin schon in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen, wo mein Vater und mein Großvater mich sehr geprägt haben. Und da ist es, ja, wenn ich jetzt so zurückdenke, so ähnlich abgelaufen. Heute würde ich so sagen, Musik ist mein Sprachrohr. Wieder will sie einen Text in Klänge verpacken. Ein komplizierter Vorgang manchmal, das Komponieren. Bis ein neues Lied das Licht der Welt erblickt. Das Glück dieser Erde liegt auf den Gipfeln der Berge. Ihre Musikvideos sprechen eine eigene Sprache. Manchmal sind sie wie eine Liebeserklärung an die Natur, ans Leben überhaupt. Gerade jetzt berühren sie die Sehnsucht der Menschen. In Zeiten des Lockdowns möchte Andrea Lerpscher die Menschen zu etwas ermutigen. Dass jeder das macht, nach was es ihm im Innersten ja, ist. Und jeder sein Talent nutzen soll und mit dem ein Licht in die Welt bringt. Auch sie hat im Moment kein Publikum, wenn sie spielt und singt. Den Lebensmut verliert sie dadurch nicht. Den will sie auch ihren Kindern weitergeben. Egal durch welche Phasen, ob fröhliche Zeiten oder traurige, Musik berührt auf einer ganz anderen Ebene. Geht zu Herzen oder berührt sogar die Seele. Und ja, ist schon ein Trost oder für viele, glaube ich, jetzt im Moment. Kaum eine Lebenssituation gibt es, in der im Hause Lerpscher nicht gesungen oder gespielt wird. Für sie ist es im Moment das beste Rezept gegen das Novembergrau in Zeiten des Lockdowns.